Hallo und ein herzliches Willkommen hier zurück bei Let's Play Neverwinter. Ja, in der letzten Folge habe ich euch etwas hier stehen gelassen, beziehungsweise auch unseren Helden Dulani. Vor diesem Ruinentunnel hier. Und der Tunnel ist in unserem Haus halt. Ne? Und da geht's halt dann hier unten rein. Ja, lustig gemacht. Gehen wir doch am besten mal rein und schauen mal, was uns da so erwartet. Wahrscheinlich nichts Gutes, schätze ich jetzt einfach mal. Neues Lager wurde entdeckt. Okay. So, und da geht es natürlich auch schon hier in alter Manier, wie wir die letzte Folge wahrscheinlich schon beendet hatten. Weiter! So, jetzt hier erfolgreich, okay. Ach stimmt, das war ja, okay. Gut. Nischertöter, eins bin ich jetzt. Yay! So. Ja, gut. Was ist das für ein kleiner Haus hier? Hep. Gut. So, hier geht's glaube ich nicht lang, aber wir schauen uns trotzdem hier nochmal etwas um. Was haben wir hier? Ah, eine Naturfertigkeit notwendig. Ich weiß jetzt nicht, was die Naturfertigkeit ist. Ich schätze mal, von den Charakterklassen, das was man am Anfang auswählen konnte, ja von der Geschichte her, das ist doch ein minimal, ich habe es doch glaube ich im Eingang gesagt, dass es keinen Einfluss hat, aber wahrscheinlich vielleicht einen minimalen, ich weiß jetzt, ich kann natürlich auch an der, ups, oh, hat trotzdem nicht irgendwie funktioniert. Ah, der Hexer hier. Okay, gut. So, ein tödlicher Gürtel haben wir hier. Ups. Ups. Schauen wir doch am besten vielleicht auch gleich nochmal in unserem Inventar herum. Was wir denn da so haben. F, alles. Schauen wir mal. Im Inventar haben wir einen Gürtel. Der wäre ändert beim Anlegen plus 5 und minus 5 Rüstungsströme durchdringen. Ah, der hätte jetzt kritische Treffer. Nee, lassen wir. Den lassen wir nicht. Den ziehen wir nicht an. Der hat 28 maximale Trefferpunkte. Ich bisher eigentlich auch wenig Probleme bisher eigentlich so richtig damit. Mehr haben wir bisher ja eigentlich noch nicht bekommen. Außer halt jetzt noch die Schuhe. Die Schuhe haben wir hier eigentlich. Abenteuerbelohnung. Ist der gut? Mhm. Wann bekommt man die Abenteuerbelohnung? Ah, ab Stufe 10. Ja, das haben wir auch viele Spiele. Viele Spiele, die halt, haben ja Kisten. Also bei Dragoness ist mir das ja bekannt, bei Fiesta Online kenne ich das auch. So, und jetzt sind wir eigentlich auch, glaube ich, schon beim sogenannten Endboss angelangt. Es ist, Neverwinter ist da wirklich ein Stück weiter auch. Ups, so, jetzt geht es hier schon los. Auf wo war ich jetzt noch gar nicht vorbereitet. Neverwinter ist da wirklich ein Stück weit wie Dragon ist da aufgebaut, man zumindest gerade am Anfang halt, man geht halt in irgendwelche Instanzen, das ist nämlich auch hier so eine kleine Instanz davon eigentlich, wo man halt selber eigentlich ja nur Zutritt hat, das ist für mich halt die Instanz, ob jetzt, ob es dafür für die Instanz Punkte gibt oder nicht, das ist unterschiedlich, aber ja, der Endboss wird halt immer durch so eine kleine Zwischensequenz angekündigt, das haben wir jetzt gerade auch wiederum gehabt. Schauen wir hier. Ah. Aha. Ja, dann nehmen wir natürlich auch wieder alles, aber ein tödlicher Dolch dabei, den schauen wir doch am besten mal an. Der linken Hand würde er einiges machen. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wie ich beides gleichzeitig Charakter. Linke Hand, war das ja gewesen. Machen wir die linke Hand. Die linke Hand nicht. Ah, da. Schwerthand.
Schildhand. Ah, dann ist das der rostige Dolch. Dann kommt der weg. Und jetzt ziehen wir uns den hier an. Jetzt haben wir einen tödlichen Dolch. Wundervoll. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man hier regenerieren kann eigentlich. Ach, ja. Blödsinn. Natürlich weiß ich's. Denn man kann ja an den Feuern regenerieren, das ist ja kein Problem. Oh, hier haben wir sogar noch einen Ausfresserdolch. Und jetzt können wir hier über diesen Eingang halt dann wieder zurück zur Protectors Enclave. Ja. Schwer das wird. Okay, der sah kurzzeitig so aus, als wenn er ja nur einen Oberkörper hätte, aber da hat scheinbar mein Spiel gerade noch nicht ganz geladen gehabt. Ja, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Taverne. Das Stellenbrett. Wir hatten da, glaube ich, das fertig gemacht irgendwie mit dem Stellenbrett. Ja, Questabgabe auf der Suche nach Hanno. Wir gehen einfach mal rein. Ups. Ja, natürlich wie immer. So, hier wollten wir mit der ihr reden. Mit der Bitte. Abenteurer geben immer einen Schwank zum Besten. Was vorgestellt? Okay, geh zur Dekinstraße, Protector's Enclave. Okay. Ich glaube, ich weiß wieder, wie das jetzt hier war. Ich hatte nämlich da irgendwo mal davon gelesen gehabt, dass man hier auch hier bei Neverwinter eigene Questen erstellen kann und somit der Community präsentieren kann. Ich glaube, ich habe eine solche Quest gerade angenommen. Indem ich hier zum Beispiel hier hingehe. Weil das jetzt das erste war, das hatte die meisten, ich nenne es mal, positiven Bewertungen halt bekommen. So, das ist halt ein Spiel eigentlich, wenn man das so, wenn man selber wirklich auch die Questen machen kann, auch ein Spiel halt so selbst eigentlich nicht wirklich den Zeitgeist eigentlich verliert, weil die Leute halt die Questen selber erstellen können. Wie weit da irgendwelche Game Master oder Supporter da im Hintergrund noch eingreifen, wenn die Belohnungen so hoch gesetzt werden oder sowas in die Richtung. Das kann ich jetzt natürlich nicht so richtig sagen. Nein, zu dem wollten wir jetzt nicht. Wir mussten ja hier hinter erstmal. Wir werden aber dann auch gleich nochmal mit der Quest dann nochmal fortfahren. Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Gothwen ging also nach Black Lake. Das erklärt einiges. Gothwen im Black Lake Viertel? Das bedeutet Ärger. Das ist das reinste Drecksviertel und nicht nur wegen dem Seeschlamm. Die Nasher haben sich offen gegen Lord Neverember gestellt und greifen jeden an, der sich ihrem Anführer Karsof gegenüber nicht zur Loyalität verpflichten will. Wenn sich Gothwen noch immer im Black Lake Viertel aufhält, sollte Gefreiter Hothidon Falvern davon wissen. Sprecht euch am besten mal mit ihm ab. Okay, gut, so. Wenn wir Blox noch. Ja, da hat jetzt nichts mehr, okay. Gut. So, mit wem sollten wir uns absprechen? Sie werden göttlichen Zorn kennenlernen. Feldwebel Nox, wo sind jetzt die drei? Ich finde sie gar nicht. Wie kann ich helfen? Black Lake Viertel, ich glaube, das ist ein anderes Viertel. Wird uns aber gerade auch gar nicht angezeigt. Wir machen jetzt auf jeden Fall mal hier noch zwei, das was ich gerade eben erwähnt hatte. Mit diesen Spielerquesten. Also sozusagen diesen sogenannten Stellenbrett hier. Da gehen wir einfach mal hin, ja? Wir gehen einfach mal hin. Ups. Ja, es wird langsam hier drüben. Ihr seht es schon. Ein Gewitter zieht auf. Weiß gar nicht, was ist das denn eigentlich? In die Richtung? In die Richtung ist wieder. Von Süden kommt ein Gewitter. Ja. Ja, ich glaube, hier bin ich auch schon wieder etwas falsch. Ja,
Wer was Glück kommt, hier lang, aber ich glaube nicht. Nein, wir sind falsch. Das heißt, einmal nochmal um den Bottich rum. Hier auch nochmal ein bisschen Schleichwerbung für Waschmaschinen. Ups, wo muss ich denn jetzt hin? Hier rein. Ah, Bildverwaltung jetzt auf falscher Knopf. Sollte ja F werden. So, jetzt schauen wir mal, was uns jetzt hier da drin eigentlich erwartet. So. Weiß nicht, patcht der jetzt gerade, weil es geht ziemlich langsam gerade. Ja, und da sind wir auch schon wieder. Ich habe euch mal den Ladescreen, habe ich euch mal erspart. Denn entweder hat er nochmal was gepatcht oder hat nochmal was runtergeladen. Ich weiß es jetzt nämlich gerade gar nicht. Schon wieder mal Standard. Hallo Dilani, bevor euer Abenteuer beginnt, wählt bitte eure Schwierigkeitsgrade aus. Ihr werdet auf jeder neuen Karte erneut die Möglichkeit haben, eure Wahl zu treffen. Standard. Okay. Alles klar. Was haben wir hier? Bei Christina. Wir machen das einfach mal durch. Kann ich ja gar nichts machen hier. Tipps und Tricks, hätte ich mir vielleicht. Na gut, lesen wir uns mal durch. Willkommen, Dilani. Vielen Dank für das Testen meiner Foundry. Damit alle den gleichen Spaß haben können und nicht irgendwo stecken bleiben, hier ein paar Tipps. Es werden euch viele Monstergruppen begegnen, also rüstet so viele Skills aus, die mehrere Feinde treffen wie möglich. Das geht über C drücken, Kräfte auswählen und dann den jeweiligen Skill in die Leiste ziehen. Vielleicht ist das gar nichts für uns. Des Weiteren werden euch starke Gegner begegnen, welche ab und an einen roten Kreis um sich haben werden. Rennt aus ihnen unbedingt heraus. Der Geist ist währenddessen immun gegen alle Effekte und teilt Schaden in seinem Umfeld aus. Für jeden ausgeteilten Schaden heilt er sich in Höhe des Schadens, also nicht stehen bleiben. Falls ihr den Dämonenkaiser nicht schafft, bekommt ihr beim zweiten Versuch Hilfe am Lagerfeuer, wo ihr wiederbelebt werdet. Dann antwortet dann ein Geist, den ihr ansprechen müsst. Alles klar, okay. Gut. So viel dazu. So, ja. Hier hätten wir noch einen. Hauptmann Creme. Wo geht's jetzt hier weiter? Oder überhaupt irgendwo lang? Wir sind jetzt hier im Dorf Canwell, aber ich habe keine Ahnung, wo es hier irgendwie lang geht. Da ist auf jeden Fall mal ein Lagerfeuer. Zum Interagieren F drücken, ja. Ah, hier würde es reingehen. Vielleicht schauen wir. Interagieren F drücken. Jetzt. Das sieht den Elite-Kämpfer und seine. Ich weiß jetzt nicht, wo es hier irgendwie lang geht. Muss ich ja mal so festhalten bisher. Was haben wir hier? Okay. Hier werden bestimmt vielleicht noch weitere Lager sein, schätze ich einfach mal. Naja. Hier haben wir auch wieder irgendeinen Tisch. Boah. So. Okay. Wir schauen halt einfach mal. Davon habe ich ja ein Gebiet gesehen, wo man wahrscheinlich noch mal reingehen könnte. Hier geht's nicht rein. Bei mir wird jetzt, ich bekomme jetzt gerade wieder was angezeigt. Hier. Irgendwie nicht. Also mir wird eigentlich wieder angezeigt, dass ich wieder raus soll, scheinbar. Nee, hier kann ich nichts.
nichts machen. Ich kann es nochmal probieren, indem ich hier nochmal schaue, ob ich hier reinkomme. Au! So, Level 5. Naja, vom Level her gehen die gerade noch. Die sind Level 5. Er siegt den Elite-Kämpfer und seine Schüler. Ah, okay, also sind wir doch auf der richtigen Quest gerade. Gut, so. Okay. Ja, mein Magier, aber mit dem kann man gar nichts machen irgendwie. Kehrt zurück zum Hauptmann. Geht zum Dorftor. Okay, und das werden wir in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich dann in dieser Folge fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal hier bei Let's Play Neverwinter.